sind auch nur 3 Treppen. Kann man auch gehen. Regel Nummer 1 als Läufer. Lauf nicht mehr. Das muss. Servus Leute. Wir haben 6 Uhr viel zu früh und es stehen Tempoläufe an. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Da wird man auch wach. Aber jetzt geht's erstmal einlaufen. Sehr geil. Wunderschöne Bahn. Menschenleer. Perfekte Trainingsbedingungen. Und da hinten geht's jetzt in den Park. Da hinten geht's in den Park. Sag mal ein paar Worte zu der heutigen Einheit. Okay, also ich, Jens Mergenthaler, deutscher Crossmeister. Ja, das können wir überspringen. Ja, genau. Ich mache heute irgendwas mit 400 in 56. Ich glaube, davor noch ein 200er. In 20 Sekunden. Aber eigentlich kann ich es in 19 rennen, weil ich bin gleichzeitig auch Usain Bolt. Und ja, ich habe zwar keine Spikes dabei, aber ich bin ja Jens Mergenthaler. Also kann ich das auch ohne Spikes. So, ein Quatsch. Also vielleicht kurz zur heutigen Session. Es steht erstmal ein 200er auf dem Programm, dann 6x400 und dann noch ein 200er zum Abschluss. Immer 5 Minuten Pause zwischen den 400ern, 2 Minuten Pause zwischen den 200ern. Und ja, ich habe heute meine Spikes vergessen, es war ein bisschen blöd, weil wir sind hier gerade eigentlich im Urlaub. Ich sag, wir sind im Mini-Trainingslager. Ja, ich habe die Spikes daheim liegen lassen, deswegen heute in normalen Turnschuhen bzw. in den neuen On-Carbon-Schuhen. Das heißt, neu sind sie auch nicht mehr, aber in den Cloudboom Echo im ersten Modell. Und ja, Jakob wollte eh, dass ich da ein paar Worte dazu sag, mache ich im Anschluss. Und jetzt mal schauen, wie es damit läuft. Wie wäre es aus? Die Übung ist das Kellerasse. Inzwischen haben sich auch ein paar Zuschauer eingefunden. Pro-Tipp, zieht erst eure Hose aus, bevor ihr die Spikes bzw. die schnellen Schuhe zumacht. Hier ist den ersten schon filmen. Alles filmen. Oh, ich muss auch was trainieren. Kann ich nur dich filmen? Aber ist doch wichtig, das festzuhalten. Ja, vor allem sind wir in so einem schönen Stadion. Also wir sind hier bei Köln. Und diese Tribüne. Ich will aber auch was machen. Ich bin doch nicht nur dein persönliches kleines Dienerchen, das dich ja filmt. Also der erste 200er war jetzt in ca. 28 Sekunden. Jetzt kommen die 400er mit 5 Minuten Pause. Vorgabe ist so 56 bis 58. Mal schauen, wie es jetzt in normalen Schuhen ist. Ich denke mal so, ja, 57 wäre eine gute Zeit. War jetzt eine 57 Mitte. Bin definitiv noch ein bisschen müde. Bin auch eher für Tempoläufe abends. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr bevorzugt. Ja, Muskulatur wird langsam warm. Jetzt mal schauen, wie die nächsten 2-3 gehen. Aber ich habe ein ganz gutes Gefühl. Spikes brauchen wir auch nicht unbedingt für das Programm. Mit den On-Schuhen läuft es echt gut.
auf geht's, jawohl. Mein zweiter Lauf war jetzt in 56. Nicola hat mich hier ein bisschen gepusht. Und ja, mal schauen, wie es weitergeht. Halbzeit, Hälfte ist geschafft. Der dritte 400er war jetzt auch wieder so 56 hoch. Bin leider beim Stoppen abgerutscht. Deswegen steht im Protokoll wahrscheinlich nachher 57,4 oder so. Aber versprochen, der war 56 hoch. Zwischen Sorgen wie Zuschauer auf jeden Fall auch für Stimmung. Vierter Lauf war in 58. Ich habe irgendwie den Start ein bisschen verbummelt, bin in 29 durch. Ja, kann man dann auch nicht mehr so viel machen. Jetzt kommt noch mal ein mittlerer und dann versuche ich den letzten noch mal ein bisschen schneller zu machen. Aber bisher fühlt sich noch ganz gut an. Fünfter Lauf, solide 57 Sekunden. Jetzt kommt der letzte. Letzter 400er, nochmal so 55 hoch, 56 tief, lief richtig gut. Jetzt kommt noch ein 200er zum Abschluss und dann ist das Programm schon wieder vorbei. So ihr Lieben, das war's von uns. Der Jens liegt K.O. da auf der Bahn. Wir gehen jetzt mal hin und fragen, wie es ihm geht. Solange die wunderschönen Gänse da, die haben auch echt Spaß, die machen Party. Okay, jetzt sind wir am Ziel. Es dauert eine Weile. Herr Mergenthaler! Herr Mergenthaler! Die Fans wollen wissen, wie es ihm geht. Wie geht's Ihnen? Mir geht's prima. Vorletzter, also der letzte 400er war in 56,1 und der 200er am Ende 26,5. Passt ganz gut. So, wir joggen jetzt zurück und dann essen wir was Leckeres und dann ja. Noch ein kurzes Fazit zu den Schuhen. Das waren die On Cloud Boom Echo, die erste Generation. Und ja, ich muss sagen, also die sind für 10 Kilometer Läufe bis Marathon eigentlich ausgeschrieben. Sind halt aktuell die Carbon Schuhe von On. Ich muss sagen, laufen sich echt gut. Sind auch sehr vorfußlastig, also man muss echt so, würde man sagen, im vorderen Drittel aufkommen, dass sie wirklich viel Energie wieder zurückgeben. Ansonsten ja, haben, glaube ich, eine Sprengung von 9 mm, werden bei On mit 190 Gramm angegeben, was wahrscheinlich wieder Größe 42 oder so gemessen ist. Ich habe 47,5, beziehungsweise ich glaube sogar 48 bei On. Da sind sie natürlich ein bisschen schwerer, aber sind trotzdem insgesamt sehr leicht und fühlen sich auch am Fuß echt bequem an. Das Obermaterial ist gut, nicht zu dick, nicht zu dünn, ziemlich ja, atmungsaktiv und Sohle ist auch gut, bin jetzt kein einziges Mal weggerutscht, obwohl die Bahn teilweise noch ein bisschen feucht war. In der Mitte ist hier noch so ein Speedboard, heißt es bei On. Ich dachte immer, das wäre plastisch, aber
Anscheinend ist es auch Carbon, habe ich jetzt vor kurzem nachgelesen, beziehungsweise carbonisch eingearbeitet. Und ja, sonst wie bei Unbekannt setzen die eben auf diese Cloud-Tech-Dämpfung, wo hier die schönen einzelnen Elemente eben den Stoß ein bisschen abfangen. Schnürung ist auch sehr gut, sitzt echt fest. Bin jetzt in Kurven eigentlich auch nicht weggerutscht und gerade auch bei 200 Meter Läufen hat sich's echt fast wie ein Spike angefühlt. Ich konnte jetzt echt gut die Läufe laufen. War nicht viel langsamer, wie wenn ich es mit Spikes gemacht hätte. Und boah, ich glaube, ich muss echt mal die Brille hier aufsetzen, es ist total hell. Ja, sind auf jeden Fall tolle Schuhe. Es kommt jetzt bald das 3er-Modell, also das Nachfolgemodell raus. Und ich bin echt mal gespannt, was da noch kommt von On. Daumen hoch.